Hallo Leute und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier auf der nordfriesischen Marsch zusammen mit dem Andi. Moin. Moin. Ach, dieses Schneidwerk. Besser gesagt, diese Hecke. Ich sehe das Ende vom Schneidwerk immer nicht. Ja, ich ernte hier gerade unseren verirrten Raps, währenddessen der Ernti, der Andi die Zuckerrüben erntet. Der Ernti. Hallo Ernti. Jo. Bums, die Bums. Ich muss doch eine Außenansicht dreschen hier, das geht nicht. Trockene Baustelle heute. Was, trockene Baustelle? Wieso? Kriegst du nichts zu trinken? Ja. Warum nicht? Ja, weil ich was holen muss. Sofort. Was? Wer weiß? Hau dir einfach ab. Gibt's ja nicht. Nützt leider alles nichts, wegen dem schmalen Streifen müssen wir nochmal hier hinterfahren. Ja, wir haben uns mal ein größeres Spielzeug hier gemietet, also den größten Drescher quasi, den es gibt. Ja. Schneidwerke vom, also die normalen Schneidwerke vom CA1090 sind breiter, also die Getreideschneidwerke. Aber das hier ist halt das breiteste Maisgebiss und das passt nun mal an den ran und den wollten wir auch mal fahren. Also haben wir uns den auch mal gemietet, oder ich mir besser gesagt. Normalerweise ist ja bei uns der Andi der Drescherfahrer, aber heute mache ich das mal, weil der Andi ja gerade Rüben rodet. So! Haut ihr einfach eine Aufnahme ab, ich glaub das einfach. Ja, liebe Zuschauer, ihr wisst ja selber, wie es ist. Der Träger und die Maschinen brauchen Diesel. Auch die Fahrer brauchen ab und zu mal was. Ja, Wasser natürlich, ne? Oder Cola oder so. Nein, Malzbier. Ja, ja, das geht auch. Ja, Malzbier geht auch, ja. Aber du musst dran denken, wir haben auch jüngere Zuschauer. Da können wir jetzt hier nicht mit Bier oder so eine Geschichte anfangen, das geht nicht. Was, ich trinke sonst eh nur alkoholfrei, und das dürfen auch jüngere Zuschauer. Bin nicht so der Alkoholtrinker. Das ist ja auch richtig, muss man ja auch nicht. Ich kann auch ohne Spaß Alkohol haben. Weißt du? So, das heißt, ich kann auch ohne Alkohol Spaß haben, so war das, ne? Mhm. Ja, man merkt, die erste Arbeitswoche ist fast rum. Auch wenn es bloß 2 Tage waren. Man freut sich doch aufs Wochenende. Wieso 3? Erste Arbeitswoche sind 3 Tage. Ja, mit morgen eingerechnet. Ich meinte ja, bis jetzt waren es nur 2. Ach, was machst du? Wurde was abgetankt oder was? Nö. Weil du jetzt da hoch und runter fährst.
Wenn ich jetzt runterfahre, habe ich ein Stückchen stehen, weil jetzt der Gartenzaun anfängt. So. Ja, ich hätte auch ein Schneidwerk hochmachen können, wäre ich schneller gewesen, Leute, ich weiß, aber nö. Warum? Ich genieße die halbnächtliche Landschaft hier. Nein, ich habe es einfach vergessen. Leute, ihr habt jetzt gemerkt, der Manni hat schon wieder mit dem Zaunpfahl gewinkt. Gewunken. Aber sprich ruhig weiter, was wolltest du hinaus? Gleich ist es ja hell. Nein, das meinte ich jetzt nicht damit. Ich dachte, du meintest jetzt hier meine versuchte Ausrede. Hattest du jetzt was in den Anhänger gekippt? Nee, ne? Noch nicht. Also wenn du schnell bist, kannst du ihn holen. Mario. So, muss reichen. Was muss... Ja. So, ich mache jetzt mal was, was wir in unseren Let's Plays eigentlich so nicht machen. Ich fahre jetzt hier einfach mal quer durchs Getreide. Beziehungsweise durch die Rüben. Sagt der Richtige. Den ich in der letzten Folge aus dem Graben ziehen musste. Ja, warte mal, hier ist wieder einer. Nein, du stehst hoffentlich noch nicht drin. Noch nicht. Ach so, jetzt haben wir natürlich das Problem, du bist wahrscheinlich gleich voll mit deinem Rübenruder und ich habe den Hänger ja noch nicht mal halb voll. Richtig. Das heißt, ich muss da zwischendurch mal wegfahren. Ja, oder wir kaufen uns doch noch einen Hänger. Könnten wir auch tun, mache ich mal in der Zwischenzeit. Nee, das mache ich. Ich habe meinen Träger noch frei. Ja, das hätte ich hätte den jetzt geholt in der Zwischenzeit, wie der hier abtankt und. Ja gut, das kostet machen. Ich will einen Hänger kaufe aber ich. Ja gut, komm. Den leiste ich mir jetzt. Hüpf. Hüpf hat er gemacht. Der drückt schon wieder auf den Hänger rum. Ey, auf den Helfer rum. Ja, ich hab wieder die falsche Taste erwischt. Den guten Strautmann. Ah, holla, die Waldfee. Was denn? Ach, viel aus. Ich weiß nicht, was ich jetzt gucken soll. Auf den Träger. Du mich auch. Guck aus dem Fenster. So, der Abtanker eilt. Sie beschwert sich laufend, dass ich nichts mache hier, weißt du, ja? Und mache hier gerade drei Sachen gleichzeitig. Am besten noch synchron. Kost da von mir aus ruhig raus aus meinem Träger, dann mach ich weiter, dann kannst du deinen komischen Mais weitermachen. Nee.
Fähre ist ja was länger, der Anhänger. Kann ich mit großen Fahrzeugen fahren, der Mensch? Doch, kann er. Nein. Hat er was gepiept? Hörst du wohl? Hat sich so angehört wie ein Melder. Der muss halt nicht mehr sagen. So, ich bin, kannst dann selber näher und so, ne? Das hatten wir heute schon. Fährst du alleine weg oder soll ich? Ja, ja, ich mach schon. Ich fahr erst mit Silo. Warum? Weil wir den Luxus für die Zeit nicht haben momentan. Hä? Oder lohnt sich so großartig? Ja, es wird sogar noch mehr. 448 sind wir mittlerweile schon. Angefangen haben wir bei 402 beim Depot. Ja gut. Dann lasse ich mir meinen kleinen automatisch fahren. Hol mir meinen Rest aus dem Silo gar. Nee, haben wir etwa noch Zuckerrüben im Silo? Ja, ich habe vorhin Minimum einen Anhänger reingekippt, wenn nicht zwei. Wann? Wie du unterwegs warst mit dem Drescher. Ach so. Einen Anhänger haben wir drin. So, wo muss ich denn hinfahren? Depot. Ah, da unten. Aber die Mais kippe ich ins Silo, ne? Wenn du noch was reinkriegst. Hast du schon so viel Mais drin? Mais haben wir... ja, knapp 100.000 kriegst du noch neu. Ja gut, mir wurscht, ich kann den auch wegfahren. Nee, 100.000 kriegen wir neu. Also warten wir auf eine große Nachfrage. Oder wenn wir zwingend Geld brauchen. Also jetzt. Wo brauchen wir zwingend Geld? Uns zu vergrößern, um ein neues Feld zu kaufen, um was weiß ich. Und endlich mal einen Drescher zu kaufen. Oder von mir aus ein Kuh, Pferde, Schweine oder Schafstall. Nein. Ui. Also mit dem Hänger fährt sich mein Traktor wesentlich besser. Der schaukelt nicht mehr so auf. Macht meiner mit dem anderen auch nicht. Meiner mit dem anderen gewaltig. Ja. Muss bloß etwas vorsichtiger in die Kurven fahren. Also nur bevor der Andi jetzt hier mal das Zeug verkauft, ich will es bloß den Zuschauern nochmal zeigen. Wir haben jetzt allein im ersten Feld, in dem kleinen Feld 20 und eine Reihe oder so von dem Feld 1 hier, haben wir jetzt 113.000 verdient mit den Zuckerrüben. Ja, also wenn man mal so vergleicht, wir hatten 280.000, hatten wir nur bei Feld 1 mit dem Hafer. Also da war aber das komplette Feld abgeerntet. Also Zuckerrüben sind irgendwie das Nonplusultra scheinbar, was Ertrag und Gewinn angeht.
Außerdem haben wir immer noch einen Kredit abzuzahlen, ne? Also, Nautzig versucht. Drängen! Was versuchst du? Oh. Versucht es zu verdrängen. Ja, wieso das denn? Weil ich immer noch nicht weiß, wo wir denn her haben. Der wird standardmäßig mit drin sein, wenn du ein Spiel anfängst. Nee. Dürfte eigentlich nicht sein. Ich weiß es nicht, ich habe bei den letzten Projekten nicht drauf geachtet. Da hatten wir keinen Kredit. Okay. Na, wo ist denn mein Rübenroder? Da vorne ist mein Rübenroder. Ja, wo ist er denn? Passt vor! So, und umladen bitte. Es. Nicht dein Ernst. Was? Alles gut. Ja, liebe Zuschauer, das passiert bei Manni auch öfters mal. Die Zuschauer wissen, was ich meine. Die Zuschauer sehen, was ich meine. Ach, hast du noch 5 Körnchen Mais im Drescher und der Anhänger ist voll? Nein, ich habe nicht ganz so geparkt. Hätte sein müssen, um abzutanken. Aber meine Freunde, wir sind auch schon wieder am Ende. Die 18 Minuten sind rum. Weiß gar nicht, warum ich immer 18 mache. Eigentlich kann ich auch 20 machen, oder? Machen wir noch 3 Minuten. Was? Hä? Wenn es jetzt gerade 18 Minuten hat, ist es ja bei der, am Ende der Abmoderation wären es dann 18 gewesen. Ja. Ja, egal. Ja, wer weiß, vielleicht haben wir in der nächsten Folge schon neues Land oder vielleicht sogar neue Technik. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Mein Ziel wäre ja noch ein größerer Traktor, damit ich mit dem Grubber auch mal schneller als 12 km/h unterwegs bin und der Andi mich nicht ständig überholt. Aber das steht noch in den Sternen. Weiß nicht, wie den Andi seine Pläne so sind. Ja, das weiß der Andi selber noch nicht. Weil ich glaube, wir planen hier irgendwie nichts. Wir machen einfach und irgendwann wird schon bei rauskommen oder so. Ja, so in etwa. So. Jetzt aber. Also Leute, hat's euch gefallen, dann lasst bitte einen Daumen da. Heute ist ja mal nicht ganz so viel passiert. Also wir haben hier nichts versenkt, nirgendwo was umgefahren oder wie auch immer. Ja, in diesem Sinne, also, wir sehen uns in der nächsten Folge hoffentlich, wenn es dann vielleicht neue Sachen gibt oder auch so. Ja, du wolltest noch was sagen? Nö, mach ich lieber nicht vor die Zuschauer. Warum nicht? Weil du das mit dem Mais vergeigt hast, und zwar gewaltig. Hä? Ich habe das letzte Mal geschimpft, wie du gesät hast, dass du Lücken gelassen hast. Hm? Die Lücken sieht man, wo ich aufgesät habe. Da stehen nämlich zu.
Na gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.